In der Figur ist der Kreis mit Zentrum C und mit Radius 1 Tangent zu der Geraden AB und schneidet die Strecke AC in D. Zusätzlich gilt, der Abstand zwischen A und B, das ist das Doppelte vom Abstand zwischen B und C. Dann gilt, der Abstand zwischen A und D ist eine dieser fünf Möglichkeiten. Wir wissen, dass der Radius vom Kreis 1 ist und dass die Distanz zwischen A und B das Doppelte von 1 ist, also 2. So, benennen wir die Länge dieser Strecke AD mit x. Dann gilt durch den Satz des Pythagoras in dem Dreieck ABC, dass x plus 1 im Quadrat dasselbe ist wie 2 im Quadrat plus 1 im Quadrat. Also so. Daher finden wir durch die binomische Formel a plus b hoch 2, dass x Quadrat plus 2x plus 1 dasselbe sein muss wie 5. Diese 5 setzen wir links rüber. So stoßen wir auf diese Gleichung zweiten Grades, deren Diskriminante 20 ergibt. Und so finden wir zwei Möglichkeiten für x. Minus 1 plus minus Quadratwurzel von 5. Aber x ist ein Abstand, das ist der Abstand zwischen a und d. Also muss x eine streng positive Zahl sein. Und daher wissen wir, dass x Quadratwurzel von 5 minus 1 sein muss. Quadratwurzel von 5 minus 1, das ist die Antwort a. Also ist die Antwort a die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir auf eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade eingehen.